Zuerst zur Anatomie der Auster. Der runde Teil ist vorne, der flache Teil der Deckel, der gewölbte Teil ist der Boden und die Spitze ist hinten. Hier sitzt der Muskel, 2/3 von hinten nach vorne, 1/3 von vorne nach hinten, 1/3 von rechts nach links und 2/3 von links nach rechts. Genau hier. Mit diesem Muskel öffnet und schließt die Auster den Deckel. Zum Öffnen versuchen wir das Messer nun hier zwischen Deckel und Boden einzuführen. Und zwar tun wir das mit drehenden, schraubenden Bewegungen, wobei der Daumen die Klinge führt, damit keine Verletzungen entstehen können. Wir führen das Messer ein und dringen vor Richtung Muskel und schneiden diesen ab. Dann lässt sich der Deckel leicht öffnen. Dann drängt man den oberen Muskel noch sauber ab und kann den Deckel dann ganz abziehen. Nun entfernen Sie etwaige Splitter, die in der Auster zurückgeblieben sind, und überprüfen, ob sie lebt. Das tun Sie, indem Sie sie leicht nach außen streichen. Wenn sie zurückzuckt, lebt sie. Danach trennen Sie den unteren Muskel noch ab. Und das Austernfleisch liegt nun lose in der Schale. Vor dem Essen noch mit etwas Zitrone beträufeln. Und wir wünschen guten Appetit.